Unter meinen Home Assistant-Videos habe ich in mehreren Kommentaren gelesen, dass es irgendwie wohl Probleme gibt, den Homematic IP Access Point, den du ja über die App steuerst, dass es Probleme gibt, den halt jetzt mit dem Home Assistant zu verbinden. Und genau aus diesem Grund gibt es dieses kurze Tutorial-Video. Viel Spaß, los geht's nach dem Intro. Um jetzt wirklich den Homematic IP Access Point, den du ja sonst mit der App steuerst, mit dem Home Assistant zu verbinden, dafür gehst du erstmal hier in die Einstellungen, beziehungsweise, ja, muss ich hier ein bisschen runterscrollen, damit ich hier die Einstellungen auch sehen kann. Dann auf den Punkt Geräte und Dienste und kannst dann ja unten rechts eine Integration hinzufügen. Auch da nochmal draufklicken. So, und jetzt in diesem Fenster suchst du einfach mal nach Homematic und findest dann hier verschiedene Dinge. Bei mir sind es jetzt nämlich zwei. Dies habe ich nämlich vorher eingebunden über die Hex-Integration. Wenn das also bei dir nicht auftaucht, gar kein Problem, denn diesen Punkt brauchen wir jetzt hier gar nicht an dieser Stelle. Wir brauchen hier diesen oberen. Da steht ja auch nochmal Homematic mit dem alten Homematic-Logo. Da klickst du einmal drauf und hast jetzt hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal Homematic, das wäre halt das klassische Homematic über die CCU. Wollen wir an dieser Stelle nicht, wir wollen hier das obere, Homematic IP Cloud. Wir sehen hier anhand von dem Icon auch, dass es Abhängigkeiten gibt von der Cloud, weil ja dort alle möglichen Informationen gespeichert sind für dein Homematic IP System. Also hier nochmal drauf geklickt und jetzt müssen wir hier die Access Point ID, also die SGTIN eingeben. Die steht ja auf der Rückseite von deinem Access Point. Darum schnappst du dir diesen am besten oder fotografierst den einmal kurz ab und notierst dann hier einfach die SGTIN, denn die musst du jetzt an dieser Stelle rein. Ebenfalls muss jetzt ein Name eingetragen werden. Ich nenne es jetzt einfach mal HMIP Access Point. Und ein PIN-Code. Und dieser PIN-Code, den setzt du vorher bei der Installation von deinem Access Point fest. Das ist nicht das Passwort, was vielleicht hinten drauf steht auf deinem Access Point oder ähnliches. Das ist wirklich der Code, den du halt bereits irgendwann in der Integration oder am Anlernen schon mal eingegeben hast. Der ist meistens vierstellig, wenn ich mich da nicht irre. Und bei mir waren es nur Zahlen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das halt immer so der Fall ist. Bei mir ist der super kreativ, 1, 2, 3, 4. Und den kann ich jetzt hier einfach mal absenden. So, haben wir das gemacht. Dann müssen wir vorne auf dem Access Point einmal diese blaue Taste drücken. Da drücke ich jetzt einmal kurz drauf, beziehungsweise erst auf Absenden drücken. Ach, jetzt hat er es auch schon genommen. Und das war es auch schon. Das ist die Integration. Ich denke, viele machen das mit dem Passwort einfach falsch an der Stelle. Das ist halt, wie gesagt, nicht das Passwort von der App oder was da hinten drauf steht, sondern wirklich der Code, den du selber eingetragen hast. So, und jetzt können wir das Ganze hier nochmal hinzufügen von einzelnen Räumen her. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel hier Büro Stefan. Eigentlich ist alles bei mir hier im Büro. Darum trage ich das hier soweit ein. Und klicke jetzt hier unten auf Fertig. So, schaue jetzt nochmal in die Einstellung nach. Jetzt gibt es hier nochmal eine Fehlermeldung. So, jetzt gibt es hier an der Stelle nochmal einen Warnhinweis, wo einfach drin steht, dass wenn zu viele Anfragen halt kommen zur Homematic IP Cloud, dass dann eventuell die IP-Adresse geblockt wird von deinem Access Point. Beziehungsweise natürlich nicht von deinem Access Point, sondern von deinem Internetanschluss. Das kann passieren, wenn wirklich zu viele Anfragen rausgehen. Darum empfiehlt sich das auch immer, ja, vielleicht irgendwann sogar umzusteigen auf eine CCU3 bzw. Raspberry-Matic. Da gibt es ja auch viele verschiedene Wege, das zu integrieren. Habe ich hier auch schon gezeigt an der Stelle. Und sollte es da wirklich der Fall sein, dass du blockiert worden bist mit deinem Anschluss, dann empfiehlt es sich wirklich, darüber nachzudenken, nicht doch umzuschwenken auf die CCU3. Denn wenn du zum Beispiel von unterwegs alles steuern möchtest, dann kannst du das natürlich ja auch halt über die Home Assistant App machen. Auch damit kannst du ja von unterwegs drauf zugreifen. Also warum denn nicht irgendwann den Schritt gehen und dann das ganze System doch nochmal wechseln auf eine CCU3? Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen. Wie immer, ich freue mich sehr über einen Daumen hoch von dir. Darum unbedingt da mal draufklicken. Ebenso Abo von diesem Kanal nicht verpassen, wenn du mehr über den Home Assistant wissen möchtest. Und natürlich I.O. Broker und Homematic, Homematic IP, all diese Smart Home Themen. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann unbedingt halt auch den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.